Tina im Kirchturm, lei, 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 lei. Herzlich willkommen bei Esmeralda und Kirsten. Esmeralda. Heute wird es ganz Esmeralda. Spannend. Du kannst doch nicht einfach ohne mich anfangen. Du hast doch gesehen, dass ich noch nicht fertig war. Na und, was kann ich denn dafür, wenn du so langsam bist wie eine Schnecke? Eine Schnecke? Wer hat denn letztens so lange gebraucht, um überhaupt zur Tür reinzukommen? Jetzt darfst du nochmal anfangen und den Kindern erzählen, worum es heute geht, okay? Herzlich willkommen bei Esmeralda im Kirchturm. Esmeralda, du weißt schon, dass es Tina im Kirchturm heißt. Herzlich willkommen bei Tina und Esmeralda im Kirchturm. Heute wird es ganz, ganz spannend. Wir treffen uns mit unserem Freund Jona und erleben ein wildes Abenteuer auf dem Meer. Seid gespannt. Genau. Wir wollen uns mit dem Jona treffen. Und das machen wir heute in Form einer Klanggeschichte. Und dazu gibt es noch ein Lied, wo es vor allem um das Beten geht. Denn wenn man auf dem Meer ist und ein wildes Abenteuer erlebt, da kann man manchmal auch ganz schön Angst haben. Und es ist gut, wenn man das Gebet hat. Aber jetzt fangen wir erst einmal an mit unserem Begrüßungslied. Spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns hüpfen, einfach spitze, lasst uns hüpfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns tanzen, einfach spitze, lasst uns tanzen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und da wir jetzt gerade einmal so schön stehen, machen wir gleich noch unseren Körper und unsere Stimmen etwas warm. Wir fangen an mit einer Runde Strecken. Streckt euch einmal in alle Richtungen, auch an die Seiten. Nach vorne, könnt auch mal die Arme hinter den Rücken nehmen und natürlich alles ausschütteln, wie so ein Wackelpudding. Einmal alles richtig dolle ausschütteln. Könnt auch die Stimme gleich mitnehmen. Okay, kennt ihr eine Marionette? Die hängt an Fäden, also die Arme hängen an Fäden und die Beine hängen auch an Fäden. Die kann man dann einmal immer hochziehen und auch der Kopf. Und jetzt nehmen wir mal unsere Arme hoch und tun so, als ob die an den Fäden hängen. Und dann lassen wir sie einfach fallen. Achtung, bei drei. Eins, zwei, drei. Habt ihr das hinbekommen oder habt ihr sie doch festgehalten? Wir probieren es nochmal. Stellt euch vor, sie werden an den Fäden wieder hochgezogen. Und fallen gelassen. Und das Gleiche machen wir auch mit dem Kopf. Und der Oberkörper. Und dann sind wir weg. Und dann geht es wieder ganz langsam nach oben. Und dann stehen wir wieder. Heute nehmen wir ein Material dazu, um unsere Stimme etwas warm zu machen. Und zwar ein kleines Tuch. Ich habe ja ein ganz, ganz leichtes, dünnes, blaues Tuch. Vielleicht habt ihr auch so ein leichtes Tuch zu Hause oder etwas Ähnliches. Man kann das auch mit Taschentüchern machen. Probiert einfach mal aus, ob ihr irgendwas findet oder ein Stück Stoff.
Und als erstes nehmen wir das Tuch vor uns. Schaut mal, jetzt seht ihr mich vielleicht nur noch in Blau. Und pusten dreimal kurz gegen das Tuch. Und hat sich euer Tuch bewegt? Macht es nochmal. Und was passiert denn, wenn wir lange gegen das Tuch pusten? Nochmal. Wie der Wind auf dem Meer beim Jona. Jetzt nehmen wir die Stimme schon leicht dazu. Sehr gut. Ruhig noch einmal, ohne die Stimme, richtig dolle pusten, damit es fast wegfliegt. Ich zähle bis drei und dann geht's los. Eins, zwei, drei. Jetzt knüllern wir das Tuch zusammen und legen es auf unsere Hände. Und dann pusten wir es ebenfalls wieder weg. Eins, zwei, drei. Und da flog es davon. Holen wir gleich wieder hoch. Und das Ganze noch einmal. Und wenn es so nach unten fällt, begleiten wir das auch mit einem mit der Stimme. Achtung, eins, zwei, drei. Und wieder aufheben. Prima. Jetzt nehmen wir das Tuch in eine Hand und schwingen es hin und her. Wie schnell können wir das denn machen? Probieren es mal ganz, ganz schnell. Und schon habe ich es mir um die Hand gewickelt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in die andere Richtung wickeln. Und einmal ganz langsam. Jetzt nehmen wir das Tuch noch einmal in beide Hände und lassen es von oben nach unten schweben. Und wenn es unten angekommen ist, ist unsere Stimme wieder ganz still. Noch einmal. Und wenn wir es jetzt nach oben schmeißen, können wir uns mit einem freudigen Wuhu begleiten. Achtung, ich zähle wieder bis drei. Eins, zwei, drei. Wuhu. Und gleich noch einmal. Wuhu. Probiert es ruhig so hoch wie möglich zu schmeißen. Geht bei mir nicht, wenn hier die Decke schon ist. Aber bei euch ist es bestimmt möglich. Ein letztes Mal. Prima. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Wind. Wir fangen mit einem leichten Wind an. Und dann wird das immer mehr. Und so ein richtiger Sturm kommt dann am Ende bei raus. Okay? Dann wollen wir uns jetzt mit der Geschichte von Jona beschäftigen. Wie ihr seht, wir haben unsere Materialien schon hingestellt, die wir jetzt gleich für unsere Klanggeschichte brauchen. Esmeralda, fängst du an und zeig doch mal den ersten Gegenstand, den wir brauchen. Wir brauchen einen Schlüssel. Genau. Und zwar nur zusammen mit unserem Eimer. Den Eimer brauchen wir auch noch alleine als Pauke. Und dafür stellen wir ihn am besten ein bisschen hoch. Ich stelle ihn hier auf die Tasse, damit unten offen ist. Ihr könnt aber auch eine große Kiste nehmen oder was ihr sonst noch zu Hause findet. Und so klingt sie. Dann haben wir hier ein paar Kochlöffel und klingen so. Die brauchen wir für den Jona, wenn er geht. Einmal geht er. Wenn er dann vor Gott flieht, rennt er vielleicht auch mal. Und dann haben wir hier noch eine Tasse. Dann nehmen wir auch ein Klangholz dazu. Komm, Esmeralda, da kannst du mir mal helfen. Das ist wie eine Rührtrommel. Und wird so gespielt. Entweder im Kreis gedreht oder auch mal an die Wände geschlagen. Und dann haben wir hier noch eine Pappschachtel. Da liegt schon ein bisschen was drin.
und macht einen Klang. Da füllen wir noch was an, noch viel mehr rein. Und zwar habe ich hier noch Reis in einer Schüssel. Wir brauchen unseren Karton aber für das Meer. Hört einmal. Und es gibt tatsächlich sogar eine Meerestrommel, eine Ocean Drum. Und wie ihr seht, man kann sie auch sehr, sehr leicht selber basteln mit einem Karton oder vielleicht habt ihr eine Schüssel. Oder was sich auch gut macht, ist ein Untersetzer von einem Blumentopf. Und man füllt Reis oder trockene Linsen, trockene Erbsen, kleine Perlen oder rein. Und ganz zum Schluss brauchen wir noch unsere Stimme mit einer kleinen Melodie. Und die klingt so. Die soll ganz freudig klingen und kommt am Ende der Klanggeschichte vor, wenn die Menschen wieder im Frieden miteinander leben. Ich singe sie euch nochmal vor. Singst du mit? Und dann kann's losgehen mit unserer Klanggeschichte. Die Bibel erzählt von dem Propheten Jona. Einmal sprach Gott zu Jona und sagte: Jona, geh nach Ninive. In dieser Stadt tun die Menschen sehr viel Schlechtes. Sag den Menschen in Ninive, wenn sie sich nicht ändern, werde ich sie ganz fürchterlich bestrafen. Also machte sich Jona auf den Weg. Allerdings ging Jona nicht nach Ninive. Stattdessen wollte er weit weg von Gott fliehen. Jona ging zum Meer, bestieg ein Schiff und fuhr mit dem Schiff in die Ferne. Das Schiff war noch nicht lange gefahren, da ließ Gott einen heftigen Wind aufkommen. Die Menschen auf dem Schiff bekamen große Angst. Jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Jona aber war nach unten in den Schiffsbauch gegangen und schlief tief und fest. Der Kapitän ging zu Jona, weckte ihn auf und fragte: »Wie kannst du bei einem solchen Sturm schlafen? Steh auf und bete zu deinem Gott, vielleicht kann er uns retten.« Dann sagten die Seeleute: »Lasst uns ein Los werfen, um zu sehen, wer an diesem Unglück schuld ist.« Und siehe, das Los fiel auf Jona. Da erzählte Jona, dass er vor Gott auf der Flucht war. Und Jona sagte: »Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird sich das Meer wieder beruhigen.« Zunächst versuchten die Männer wieder an Land zu kommen, indem sie mit aller Kraft ruderten. Aber das Meer tobte nur noch wilder und die Wellen schlugen nur noch höher. Da riefen sie zu Gott: »Ach Herr, lass uns nicht alle untergehen wegen dieses Mannes.« Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort hörte das Meer auf zu toben. Gott aber schickte einen großen Fisch. Der Fisch machte sein Maul weit auf und verschlang Jona. Jona war 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches. Jona betete im Bauch des Fisches sehr schöne und sehr lange Gebete. Er fragte Gott, wie er wieder näher zu ihm kommen könne, und er sagte Gott, dass er tun würde, was er versprochen hatte. Dann spuckte der Fisch den Jona wieder aus. Und Gott sprach zum zweiten Mal zu Jona: »Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und drohe ihr all das an, was ich dir sagen werde.« Da machte sich Jona abermals auf den Weg. Er ging nach Ninive. Ninive war eine große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um Ninive zu durchqueren. Jona ging einen ganzen Tag lang durch Ninive und er rief: »Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört.« Die Menschen in Ninive glaubten an Gott. Sie begannen zu fasten und zogen sich einfache Kleidung an. Als der König von Ninive die Nachricht hörte, stand er von seinem Thron auf. Er legte seinen Königsmantel ab, zog ein einfaches Gewand an und setzte sich in die Asche. Dann ließ der König überall in Ninive ausrufen: »Befehl des Königs, alle Menschen und Tiere sollen sich in Bußgewänder hüllen. Sie sollen nichts essen, nicht weiden und nichts trinken. Sie sollen laut zu Gott rufen und beten. Jeder soll sofort mit allem Schlechten aufhören und ein guter Mensch werden. Vielleicht wird Gott dann nicht mehr so zornig sein und uns verschonen.« Und wirklich, Gott zerstörte die Stadt Ninive nicht. Er verzieh den Menschen. Und von nun an konnten die Menschen in Ninive friedlich miteinander leben. La,
la 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 la. Wie wir eben in der Geschichte gehört haben, hat Jona viel gebetet im Walfischbauch. Und passend dazu habe ich heute noch ein Lied zum Thema Beten dabei. Und das singe ich euch erst einmal vor. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Beten hilft, wenn ich traurig bin und niemand mich versteht. Beten hilft, wenn ich einsam bin, nicht weiß, wie's weitergeht. Dann rede ich mit meinem Vater und er ist mir nah. Er weiß genau, wie ich es meine und ist einfach da. Ich singe noch einmal den Anfang. Zählt doch einmal mit, wie oft ich am Anfang Beten hilft singe. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Und? Habt ihr mitgezählt? Machen's nochmal zusammen. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Dreimal. Dreimal beten hilft. Probieren wir gleich mal zusammen. Und beten hilft, beten hilft, beten hilft. Super. Und weiter geht's. Beten hilft, wenn ich traurig bin und niemand mich versteht. Beten hilft, wenn ich einsam bin, nicht weiß, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir ja schon traurig dabei. Und da habe ich euch ein Buch mitgebracht. Und zwar dieses hier. Heute bin ich. Heute bin ich vielleicht mal traurig. Oder heute bin ich vielleicht mal wütend, zornig oder glücklich. Das Buch hat ganz viele Fische mit verschiedenen Gefühlen, die sie zeigen. Und so wollen wir jetzt das Lied ein bisschen lernen. Mal gucken, mit was wir anfangen. Ein erschrockener Fisch. Wir probieren es einmal, erschrocken zu singen. Beten hilft, wenn ich traurig bin und niemand mich versteht. Beten hilft, wenn ich einsam bin, nicht weiß, wie es weitergeht. Ganz erschrocken. Beten hilft, wenn ich traurig bin und niemand mich versteht. Beten hilft, wenn ich einsam bin, nicht weiß, wie es weitergeht. Dann rede ich mit meinem Vater und er ist mir nah. Er weiß genau, wie ich es meine und ist einfach da. Dafür nehmen wir uns einen neuen Fisch für den Teil. Einen nervösen Fisch. Dann rede ich mit meinem Vater und er ist mir nah. Er weiß genau, wie ich es meine und ist einfach da. Wisst ihr noch, wie der Anfang geht? Den haben wir ganz erschrocken gesungen. Beten hilft, wenn ich traurig bin und niemand mich versteht. Beten hilft, wenn ich einsam bin, nicht weiß, wie es weitergeht. Dann rede ich mit meinem Vater und er ist mir nah. Er weiß genau, wie ich es meine und ist einfach da. Aber jetzt wollen wir die ganze Strophe einmal mutig singen. Einmal komplett. Und so sieht der mutige Fisch aus. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Beten hilft, wenn ich traurig bin und niemand mich versteht. Beten hilft, wenn ich einsam bin, nicht weiß, wie es weitergeht. Dann rede ich mit meinem Vater und er ist mir nah. Er weiß genau, wie ich es meine und ist einfach da. Und jetzt gibt's noch eine Strophe, die ist direkt eigentlich für den Jona geschrieben. Da geht es auch um die Angst. Das singen wir gleich mal ganz ängstlich. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Beten hilft, wenn ich ängstlich bin und nicht weiß, was passiert. Beten hilft, wenn ich gar nicht weiß, wohin mein Weg mich führt. Und manchmal bleibt mir nur ein Staunen, wie Gott Dinge lenkt. Ich bin so froh, dass mir mein Vater seine Hilfe schenkt. Also am Anfang ist die Angst und dann kommt ein Staunen. Zeige ich mal den ängstlichen Fisch. Den Anfang singen wir auch ganz ängstlich. Beten hilft. Wie sieht man denn ängstlich aus? Man zieht sich so ein bisschen zusammen, man macht sich ganz klein. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Beten hilft, wenn ich ängstlich bin und nicht weiß, was passiert. Beten hilft, wenn
wenn ich gar nicht weiß, wohin mein Weg mich führt. Aber jetzt kommt es ganz anders, nämlich ein Staunen. So sieht der erstaunte Fisch aus. Und manchmal bleibt mir nur ein Staunen, wie Gott Dinge lenkt. Ich bin so froh, dass mir mein Vater seine Hilfe schenkt. Und manchmal bleibt mir nur ein Staunen, wie Gott Dinge lenkt. Und manchmal bleibt mir nur ein Staunen, wie Gott Dinge lenkt. Ich bin so froh, dass mir mein Vater seine Hilfe schenkt. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Und die Strophe, die singen wir jetzt nochmal komplett ganz glücklich, ganz zufrieden und glücklich. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Beten hilft, wenn ich ängstlich bin und nicht weiß, was passiert. Beten hilft, wenn ich gar nicht weiß, wohin mein Weg mich führt. Und manchmal bleibt mir nur ein Staunen, wie Gott Dinge lenkt. Ich bin so froh, dass mir mein Vater seine Hilfe schenkt. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Und dann lass uns jetzt beide Strophen noch einmal zusammen singen mit Klavier und allem drumherum. Bis gleich. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Beten hilft, wenn ich traurig bin und niemand mich versteht. Beten hilft, wenn ich einsam bin, nicht weiß, wie's weitergeht. Dann rede ich mit meinem Vater und er ist mir nah. Er weiß genau, wie ich es meine. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Beten hilft, wenn ich ängstlich bin und nicht weiß, was passiert. Beten hilft, wenn ich gar nicht weiß, wohin mein Weg mich führt. Und manchmal bleibt mir nur ein Staunen, wie Gott Dinge lenkt. Ich bin so froh, dass mir mein Vater seine schenkt. Beten hilft, beten hilft, beten hilft. Ja, Esmeralda, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Kannst du dich noch an das Abschiedslied erinnern? Auf Wiedersehen? Wisst ihr das noch, wie das ging? Wir singen es euch nochmal vor, Esmeralda, nicht. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Hey da, hey da, Namaste. Hey da, hey da, Namaste. Und da gibt's jetzt noch ein paar mehr Sprachen. Wir haben jetzt Deutsch und Holländisch und Indisch gehabt. Und jetzt gibt es noch ein paar dazu. O Schakal, O Schakal, O Schakal, O Schakal. O Schakal. Und das ist Türkisch. Sing's doch mal vor. O Schakal, O Schakal, O Schakal, O Schakal. Kommt dreimal das gleiche Wort vor und noch eine neue Zeile, die ist die komplizierteste. Arrivederci a biento. Dovizienio ahuihu. Arrivederci a biento. Die zeige ich euch nochmal genauer dann beim nächsten Mal. Wir singen es euch jetzt wieder vor, Esmeralda und ich. Oder beziehungsweise dürft ihr gerne mitsingen. Und ihr singt einfach das mit, was ihr schon kennt. Auf Wiedersehen und Hey da. Und vielleicht könnt ihr auch schon Hoschakal singen. Und was euch zu kompliziert ist, das lasst ihr einfach weg und singt nochmal, was ihr könnt. Okay? Machen wir so. Dann lass uns mal loslegen. Musik.
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. O Schakal, o Schakal, o Schakal, o Schakal, o Schakal, o Schakal. Auf Wiedersehen. Esmeralda, du kannst doch nicht einfach nur auf Wiedersehen sagen und denkst, dann ist Schluss. Also, wir wollen uns nochmal ordentlich verabschieden, oder? Na gut. Schon ist die Folge wieder vorbei. Ich hoffe... Nein, entschuldigt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Dann sehen wir uns hoffentlich bei Folge 4 wieder. Bei Esmeralda und mir im Kirchturm. Macht's gut, wir sehen uns dann. Tschüss.